herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Eva und ich habe heute ein weiteres Special von der Leipziger Buchmesse für euch. Auch wenn die Buchmesse schon eine ganze Weile zurückliegt, ich habe da noch so ein bisschen Filmmaterial rumliegen. Und zwar habe ich auf der Buchmesse ein Gespräch mit Sebastian Fitzek gefilmt. Es war super interessant, er hat so ein bisschen was über sein Autorenleben erzählt und ist dabei tatsächlich auch so ein bisschen in die privaten Hintergründe gegangen oder wie es allgemein dazu kam, dass er auf einmal ein Kinderbuch geschrieben hat und was er allgemein so für Leserbriefe und für Leserstimmen gehört und bekommen hat. Und das ist total interessant gewesen. Wenn ihr also daran interessiert seid, so ein bisschen was von den Hintergründen von Sebastian Fitzek mitzubekommen, dann schaut doch gerne bei diesem Gespräch mal rein und lasst mir hinterher eure Meinung da. Deswegen gebe ich jetzt weiter an Sebastian Fitzek zurück auf die Leipziger Buchmesse. Ganz viel Spaß! Wunderbar. Wir müssen noch 5 Minuten warten, dann geht's los. Nein. Also, da ja alle so pünktlich da sind, fangen wir sogar früher an. Ist ja auch mal eine Besonderheit. Ich finde es immer großartig, dass ich wenigstens diesen einen Moment hier erleben darf, den der Mann neben mir so oft erleben darf. Wahnsinn, so viele Leute. Und deswegen jetzt so viele Leute und ein tosender Applaus für Sebastian Fitzek. Danke sehr. Das musste ich jetzt einfach nochmal. Ja, wir wollen reden die nächste halbe Stunde. Wir wollen wieder über das Autorendasein reden, über die Bücher reden, über das Schreiben reden. Und als ich, es war tatsächlich im Dezember, Januar hier, das Gespräch ausgemacht habe, auch mit dem Verlag, da war es noch das Paket, ja, das ich angekündigt habe. Und jetzt ist es 8 Nacht vor 14 Tagen. Am 14. März erschienen. Ja. Also haben wir 2 Bücher, ein drittes, zu dem kommen wir dann sicherlich auch noch. Nun zunächst mal, das Paket ist, glaube ich, gerade noch, also war ja Platz 1 Spiegel-Bestsellerliste, ist, glaube ich, gerade sogar noch unter den Top 10. Ja, tatsächlich. Also erstmal vielen, vielen herzlichen Dank dafür, auch dass Sie so zahlreich gekommen sind, dass jetzt in relativ kurzer Zeit eben ein Original-Taschenbuch. Darauf wollte ich hin, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes dazwischen geschoben wurde. Es liegt daran, dass das war nicht geplant, das wird auch nicht so häufig vorkommen, dass ein Buch quasi, ich bin ja schon relativ fix, finde ich zumindest, mit einem Buch pro Jahr. Das ist normalerweise meine Taktzahl, die habe ich jetzt durchbrochen damit. Aber das lag daran, dass ich diese Idee hatte und das Schreiben dann fast wie von selbst ging und ich dann selbst überrascht war, dass das etwas schneller ging als normal bei mir. Und warum als Taschenbuch? Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass Sie gleich 2 Bestsellerlisten dann quasi Hardcover und Taschenbuch erobern können. Das ist gar nicht meine Entscheidung, muss man tatsächlich sagen. Also ich schreibe die Geschichte und der Verlag überlegt sich dann natürlich, okay, was ist auch das passende Format dazu. Beim Schreiben denke ich darüber überhaupt nicht nach. Und normalerweise, muss man sagen, verdient natürlich auch der Verlag mehr an einem Hardcover. Haben sie gesagt, nein, wir wollen auch mal wieder ein Originaltaschenbuch, so wie es begonnen hat, nämlich mit Therapie oder Amokspiel, aber auch Seelenbrecher, das waren alles Bücher, die gibt es gar nicht gebunden. Bedauern wiederum einige natürlich, aber andere sagen sich, ja okay, dann greife ich da mal wieder zu, erschließe mir vielleicht auch neue Leser. Und man muss auch sagen, das ist natürlich auch eine Story, die aus dem Rahmen fällt und deswegen fällt sie aus diesem üblichen Duktus, erstmal das gebundene Buch und dann das Taschenbuch. Aber wenn Sie das ganz genau wissen wollen, dann müssten Sie wirklich den Verlag fragen. Die habe ich nur gefragt, ob ich was dagegen habe und ich muss ganz ehrlich sagen, da mache ich mich bei einigen Buchhändlerinnen und Buchhändlern vielleicht unbeliebt, aber wenn es sozusagen das günstiger wird, finde ich es tendenziell besser. Buchpreise sind ja ein großes Thema zurzeit, muss man auch Buchhändlerinnen und Buchhändler verstehen. Die sind jahrelang, sind die Buchpreise auf einem Niveau geblieben und
die Mieten aber gestiegen und die Lohn und alles ist gestiegen und ist so die Tendenz, dass man Bücher teurer macht. Das klingt natürlich für Leserinnen und Leser erstmal überhaupt nicht sexy, ja, dass man Bücher teurer macht. Und ich habe mich auch immer dagegen gewehrt. Dieses Buch ist jetzt teurer als andere meiner Taschenbücher, auch weil die Druckkosten eben gestiegen sind. Aber dann sagen eben die Buchhändler, ja, guck mal, ein Blumenstrauß kostet mehr als ein Buch. Und der Buchhandel ist ja auch nicht so, dass man dem nachsagt, dass jede Buchhändlerin mit einem Ferrari und jeder Geschäftsführer mit einem Learjet durch die Gegend fliegt, sondern da es werden auch mehr geschlossen. Also sind Buchpreise tatsächlich gestiegen bei vielen, vielen Autoren schon im letzten Jahr. Da habe ich mich noch dagegen gesträubt. Und in diesem Jahr habe ich gesagt, okay, das ist auch in der Verantwortung des Verlages, hier hoffentlich den richtigen Preis für das richtige Werk zu finden. Zum Prozess des Schreibens aber nochmal. Sie haben zwar jetzt gesagt, es hat sich fast wie von selbst geschrieben, aber die Idee lagerte ja schon länger. Oder die das Initiale. Ist, ja. Es basiert ja auch, oder schreiben Sie auch, auf einem Film, die Grundidee. Na, es basiert nicht drauf, sondern es wurde tatsächlich inspiriert, so wie jede künstlerische Leistung. Also wenn hier Menschen sind, die unter uns schreiben, dann sind sie wahrscheinlich von irgendeinem Autor, von einer Autorin mal inspiriert worden, überhaupt zu sagen, ich will das auch mal probieren. Im Spannungsbereich war das bei mir früher, als ich Kind, Jugendlicher war, Stephen King, der erst einmal mich in die Spannungsliteratur neben Edgar Allan Poe eingeführt hat, was mich also auf das Gruselfaktor war. Hier ist es tatsächlich so, dass schon 2013, das ist häufig mit Ideen so, dass man mit Ideen schwanger geht, aber nicht die sofort runterschreibt. Aber ich war 2013 im Kino und es waren relativ besondere Umstände, wie ich auch im Nachwort deutlich mache, weil unser Sohn Felix war gerade geboren und der kam 11 Wochen zu früh auf die Welt, also sah dann eben auch, also wog weniger als ein Tetrapack Milch und wir haben ständig auf diese Monitore in der Neonatologie, gerade der Kinder Intensivstation geguckt und wir konnten gar nichts machen, außer zu gucken, ist die Herzfrequenz richtig, ist der Blutdruck richtig und Sauerstoffsättigung und alles. Und hat es immer irgendwie gepiepst und wieder nicht. Und das war tatsächlich so ein unfreiwilliger Research, also unfreiwillige Recherche im, man kann schon sagen, so im privaten Thriller-Bereich. Und die Schwestern kamen dann irgendwann an und sagten, Herr und Frau Fitzek, Sie können jetzt hier nicht die ganze Zeit rumstehen, das ergibt gar keinen Sinn, Sie können überhaupt gar nichts machen. Sie müssen mal den Kopf frei bekommen. Gehen Sie doch beispielsweise mal ins Kino, das Alhambra-Kino, was auch in Aachen eine Rolle spielt, eine kleine, das ist schräg gegenüber, gehen Sie da mal hin. Und erst dachte ich, ich kann doch jetzt nicht einfach ins Kino gehen, ja, während mein Sohn sozusagen da an lebenserhaltenden Maßnahmen hängt. Und dann dachte ich mir aber, nein, das ist ja gerade die Funktion, die auch Unterhaltungsliteratur häufig hat, dass man eben probiert, wenn man einen Thriller liest, seine Gedanken auf ein völlig anderes Gleis zu setzen, einfach mal den Kopf frei zu bekommen und so ein Ventil zu haben. Ja, es ist ja nicht so, dass wir alle blutrünstig sind oder hoffen, dass alles nur am Ende grau und tot und keiner überlebt. Vielleicht gibt es ja da einige davon, die so denken, aber in der Regel beschäftigen wir uns ja mit dem Leben und wir wollen, dass zumindest irgendjemand mal überlebt am Ende. Und dann sind wir gemeinsam ins Kino gegangen, meine Frau und ich, und da lief halt The Purge, ein Horrorfilm. Und da haben wir gesagt, okay. Und schon während der Vorspann lief, da war ich wirklich dann abgelenkt und dachte mir, in dem Film geht es darum, dass in entfernter Zukunft in Amerika es eine Nacht gibt, in der jedes Verbrechen erlaubt ist, jeder gegen jeden, und es wird nicht geahndet. Und es geht eigentlich um den Gedanken der Reinigung. In uns steckt das Böse und wir reinigen uns, indem wir den allen freien Lauf lassen und dann gibt es keine Verbrechen mehr im Rest des Jahres. Und ich dachte, ja, diese Prämisse ist gar nicht so weit hergeholt und die kann man schon in der Gegenwart verankern. Und was wäre denn, wenn jemand das Gerücht streuen würde, es gäbe eine Nacht, in der man einen einzigen zieht, nicht jeder gegen jeden, sondern alle gegen einen. Man könnte in einer Todeslotterie einen Menschen nominieren, man könnte den Namen in einen Lostopf werfen, 10 Euro bezahlen. Denken Sie mal drüber nach, gibt es irgendjemanden, den Sie gerne ja, nicht mehr auf diesem Planeten sehen würden? Sie nominieren den, der wird am 8.8. um 8.08 Uhr ausgezogen, also nee, nicht ausgezogen, sondern ausgelost. Und ausgezogen wird er vielleicht auch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der Vogel frei. Es ist die 8 über ihn verhängt. Er ist geächtet, daher der Titel. Und
Das ist natürlich eine völlig absurde Vorstellung. Und genau denen soll in meinem sozialpsychologischen Experiment nachgegangen werden. Wer würde das glauben, dass man wirklich eine Todeslotterie hat, mit der die Polizei, der Apparat finanziert werden soll, man kann sogar noch Geld damit verdienen und der Bundespräsident, der begnadigt einen. Würde das jemand glauben? Das wird getestet in der Achtnacht und es läuft völlig aus dem Ruder. Und das Interessante fand ich, dass ich jeden Fitzek als Unterhaltungsautor habe und plötzlich beim Lesen merke, wow, Fake News. Plötzlich kommt Fitzek plötzlich auf politische Bahnen. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja angefangen im Juni des letzten Jahres zu schreiben und das ging in den ersten drei Monate. Also ich war quasi bevor Donald Trump Präsident wurde, damit fertig und Fake News war gar kein Begriff für mich. Und mir geht es in diesem Buch auch nicht um Politik und es geht nicht ums Internet. Es geht für mich ums Mobbing. Ich kann immer nur über Sachen schreiben, die mich bewegen. Und ich mache mir natürlich, weil ich ein Weicher bin, mache mir mal viele Sorgen und ich mache mir Sorgen. Ja. Früher wusste ich, da steht halt der Mark auf dem Schulhof und der mag mich nicht und der wird in seiner Clique über mich lästern, aber zwischen ahnen, dass der lästert und es zu wissen, ist ein himmelweiter Unterschied. Heute, würde ich heute zur Schule gehen, könnte ich auf eine Website gehen oder auf ein Portal, ich kenne die Namen gar nicht, glaube ich, 4chan heißt eins oder sowas, wo 4chan, ja. Ja, 4chan, wo die Schüler sich drüber austauschen und dann würde ich lesen, was Marc denkt. Und ich würde sogar sehen, was die anderen über mich denken. Ja, und das ist eigentlich das Schlimme. Es gibt viele Filme, die sich mit dem und Bücher, die mich mit Gedanken beschäftigen. Was wäre, wenn wir Gedanken lesen könnten? Ja, und ich weiß nicht, ob ich das wissen will, was Sie jetzt gerade denken. Ja, vielleicht gehen Sie im Geiste Ihren Einkaufszettel durch oder irgendwas auf jeden Fall. Oder Sie nicht ganz in dieser Situation. Ja, nicht ganz. Aber es ist gut, dass wir es nicht wissen. Das Internet allerdings ist eine Gedankenlesemaschine. Wir können in die Köpfe der Leute, aus irgendeinem Grund, vergessen die meisten, wenn sie vor dem Internet sitzen, im sozialen Netzwerk, dass andere das auch lesen. Und sie posten mittlerweile auch unter ihrem Klarnamen die merkwürdigsten, die hässlichsten, manchmal auch die lustigsten Dinge, aber wir gucken direkt in ihren Kopf rein. Und das ist ein, finde ich, unerträglicher Zustand, wenn ich jetzt ein 12-, 13-, 14-Jähriger bin und das Gefühl habe, alle sind gegen mich und es schaukelt sich etwas hoch. Es gab noch einen zweiten Fall, der mich bewegt hat. Das war in Emden, da ist ein 17-Jähriger verhaftet worden, wurde verdächtigt, dass er jemanden umgebracht hat, ein Mädchen im Parkhaus und das ist durchgesickert und dann ist halt dieser Internet-Mob tatsächlich ist real geworden und ist vor die Polizei gezogen, vor das Revier und hat die Herausgabe wie im Wilden Westen verlangt, weil sie in München wollten und der war es gar nicht und das ist natürlich auch etwas, was dann so, wo ich nicht sage, darüber muss ich jetzt schreiben, aber beim Schreiben erinnere ich mich eben dran, weil mich eben die soziale Komponente, wie reagiert jemand, der auf einmal merkt, dass viele Menschen gegen ihn sind, die er überhaupt nicht kennt. Diese psychische Auswirkung, das hat mich eben interessiert. Aber um nochmal auf das Kreative und den Prozess des Schreibens, dieses Motives zurückzukommen, fand ich es zumindest sehr pfiffig, denn dieser Film The Purge spielt ja in einer Zukunft, in einer fiktiven USA. Und zunächst mal würde man, wenn man den Klappentext liest, keine Angst, ich spoilere jetzt nichts, würde man ja denken, okay, auch dieser 40-Roman mit der Lotterie ist irgendwo in der Zukunft angesiedelt. Ja. Aber Sie haben diesen Kniff gefunden, durch diese Frage der Glaubwürdigkeit, um es tatsächlich in die heutige Zeit zu kriegen. Genau. Und es ist ja tatsächlich, es ist auch eine Grundfrage. Diese Grundfrage, die häufig auch in Interviews gestellt wird, sind wir alle böse? Und es ist nur die Erziehung, die uns davon abhält, uns an die Gurgel zu gehen? Gibt es das pure Böse auch? Oder sind wir eigentlich alle gut und es ist nur ein gewisser Prozentsatz böse? Was ich glaube, was alle Kriminalisten, aber auch Psychiater und Psychologen unterschreiben, ist, dass wir alle in der Lage sind, grausame Dinge zu tun, wenn wir in eine ganz bestimmte Situation gebracht werden. Ja, es gibt einen Punkt, wo Menschen unter Schmerzen alles gestehen. Es gibt einen Punkt, wo man unter Druck eben und unter einer psychologischen Ausnahmesituation auch zum Mörder wird. Das ist wahrscheinlich kaum einer frei von uns. Aber böse, ich kann diese Frage nicht beantworten, ich weiß bloß, rein statistisch gesehen, ja, wenn Sie sagen, in Berlin, da leben im Großraum 4 Millionen Menschen, und wir würden wirklich mal gutgläubig annehmen, 99% davon sind tolle Menschen, warmherzig,
würden keiner Fliege was zuleide tun, so wie hier alle. Und nur 1% wäre nicht zurechnungsfähig, ja, und merkwürdig und kriminell. Oder hätte zumindest dunkle Gedanken. Das wäre ja wirklich eine sehr, sehr gute Quote. 99% wäre das 1%. Wir haben immer noch 40.000 Menschen, die rein statistisch gesehen für Terror sorgen können. Und wir brauchen nur eine Handvoll Menschen, um die ganze Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. 40.000 Menschen in einer einzelnen Stadt. 800.000 Menschen in ganz Deutschland bei 1%. Ja, das ist tatsächlich eben rein statistisch gesehen, dass es natürlich viele Leute gibt, die sagen, ja logisch gibt es so eine Todeslotterie. Natürlich gibt ja auch die Tabaksteuer. Wir wissen alle, Zigaretten machen uns krank, Lungenkrebs, aber trotzdem verdient der Staat da kräftig dran an den Toten oder an den Kranken. Ja? Und warum soll man nicht in Berlin, wo es wirklich gibt, zwei Streifenwagen für ganz Charlottenburg, ein Bezirk mit 300.000 oder 400.000 Einwohnern, die Polizei muss mittlerweile ihre Waffen selber bezahlen, warum soll es nicht so eine Lotterie geben? Ja, klar, einer springt über die Klinge, aber der hat es ja wahrscheinlich sogar verdient, wenn er nominiert wird. Der Bundespräsident begnadigt mich am nächsten Morgen dafür und das könnte doch real sein. Würde das jemand glauben oder nicht? Ich glaube, hier könnte keiner die Hand ins Feuer dafür legen, dass so ein Experiment und wir haben es Gottlob natürlich nicht getestet, aber dass so ein Experiment nicht in irgendeiner Art und Weise Anhänger finden würde. Also wer es zumindest literarisch erleben will, kann es hier in Achtnacht tun. Ja. Ich möchte mal auf das zurückkommen, was Sie gerade auch erwähnt haben, die eigene Situation, wo Sie gesagt haben, in einer eigentlich sehr schlimmen und emotional belastenden Situation schauen Sie sich einen Film an, von dem normale Menschen dann auch sagen würden, wow, also sowas Brutales. Am nächsten Tag sind wir in World War Z gegangen, den Zombie-Film. Und Ähnliches wird ja auch tatsächlich Ihnen immer wieder vor. Aber der Fitzek, der schreibt so blutige, brutale Thriller, aber in das Paket wiederum lösen Sie auch oder zeigen Sie wiederum, dass genau das auch den Lesern ja passiert. Diese Ableitung, Situationen, in denen man eigentlich auf Null, selber auf Null ist, holt einen dann ein Roman tatsächlich hoch, der grausame Dinge beschreibt. Moment, ich muss ein bisschen etwas differenzieren, weil zunächst einmal gibt es sehr viele Autoren, deren Blutzoll viel, viel, gravierender ist als meiner. Gut, also wir messen nicht in Litern jetzt. So. Nee, aber wenn sich also Chris Carter beispielsweise nehmen, super Typ, den ich kennenlernen durfte, der, das ist natürlich, was jetzt Blutzoll anbelangt, eine ganz andere Liga. Und bei meinem ersten Buch, die Therapie, stand keine Spuren, keine Zeugen, keine Leiche. Das klingt so wie das langweiligste Buch der Welt für ein Krimi. Ja? Warum so nicht kaufen, hätte man draufschreiben können. Aber, das ist tatsächlich so, ich will den schwarzen Peter nicht Ihnen zuschieben, aber wenn Sie das Gefühl haben, das ist jetzt aber eine grausame Szene. Meistens triggere ich nur bestimmte Bilder, die bereits bei Ihnen im Kopf verankert sind. Wenn wir also einen Hotelgang gemeinsam lang gehen und die Tür ist offen und Sie hören so irgendwelche Geräusche da draußen, ja, dann ist es wahrscheinlich, dass Sie denken, das ist ein Meuchelmord und vielleicht ist es aber auch nur jemand, der mit einer elektrischen Zahnbürste nicht richtig umgeht. Es ist die Frage, ja, was Sie denken. Ja? Ich gebe nur das Schlüsselloch, durch das Sie durchgucken. Und Menschen tatsächlich, die eine blühende Fantasie haben, die empfinden das sehr grausam. Manchmal sagen aber andere, ja, das ist total langweilig, weil da ist ja gar keine Axt dabei. Also ich muss halt sagen, es ist nicht immer tatsächlich Grausamkeiten, die im Mittelpunkt stehen müssen. Manchmal ist es aber sehr gewaltig, wie mit Abgeschnitten. Ein sehr gewalttätiges Buch, aber nicht, weil wir uns gedacht haben, jetzt müssen wir wirklich mal hier zuhauen, sondern weil wir da die Diskrepanz aufzeigen wollten. Ich habe ja Jura studiert zwischen, wie werden eigentlich Delikte wie Steuerhinterziehung bestraft? Wichtig, muss bestraft werden, weil wir keine Steuern zahlen, haben wir auch keine Polizei und dann laufen alle Mörder frei rum. Aber wenn tatsächlich, oder wie wird eben im Versus sexueller Missbrauch beispielsweise, wo es viele Bewährungsstrafen gibt, bei Steuerhinterziehung gibt es ab 1 Million keine Bewährungsstrafe mehr. Und wir wollten einfach mal klar machen, dass da eine Diskrepanz ist, nicht nur in der Rechtsprechung, sondern auch in der Gesetzgebung. Und dazu war es notwendig, Gewalt zu schildern. Diese Gewaltschilderung ist beispielsweise bei Noah, wo zwar viele Menschen sterben, aber wo es nicht geschildert wird, dann nicht notwendig gewesen. Also es unterscheidet sich von Buch zu Buch. Aber interessant,
dass Sie bei das Paket, was ja quasi auch so eine Art Jubiläumsbuch ja. war, dann 10 Jahre Fitzek, mhm. Tatsächlich auch mal Leserreaktionen abgebildet ja. haben. Sie schreiben ja immer sehr gerne und wirklich sehr schön und sehr persönlich und auch sehr lesenswerte Nachworte. Und hier haben okay. Sie dann tatsächlich auch mal 10+ ja, ja. E-Mails, Briefe genommen von Lesern, die gesagt haben, ja, das hat mich in einer dunklen Situation berührt und geholfen, darüber hinwegzukommen oder hat mir generell geholfen, überhaupt Bücher zu entdecken. Oder und eben waren einfach nur lustige Mails, muss man auch sagen, alle Couleur. Und das ist auch so ein Appell an andere Autoren und Autorinnen gewesen, zu sagen, ey, ich wusste nicht, dass, also eigentlich ist es ein Fehler gewesen, dass ich meine E-Mail-Adresse in meinem ersten Buch veröffentlicht habe. Ja, wirklich. Als der Verlag mir sagt, das sind 4000 Stück, dann dachte ich, okay, der wird vielleicht 1% antworten, ja, die 40 E-Mails, die kriegst du auch noch hin. Und wollte dann wirklich mal wissen, wer liest denn bis zum Ende? Das heute bei E-Books weiß man das, wo abgebrochen wird. Ja, das wird alles analysiert, müssen Sie wissen. Bei so einem Buch weiß man das aber natürlich im gebundenen Buch nicht. Ja, es heißt beispielsweise, dass die Biografie von Hillary Clinton nach nur 2% gelesen wurde und Donat Hart, der Distelfink, 98% bis zum Ende gelesen haben. Ja, und ich wollte einfach mal wissen, wer hat das nur im Regal stehen, wer liest es? Und ich habe damit gerechnet, dass so Antworten kommen wie, ja, fand ich gut, fand ich schlecht oder guck mal, da ist ein Rechtschreibfehler. Ist übrigens ein sehr schöner Rechtschreibfehler drin in Achtnacht. Martin Schwarz aus Passagier 23 gibt ein Wiedersehen. Der wird beschrieben, dass er früher mal Einsatzeiter gewesen ist. Das sind eigentlich so Rechtschreibfehler, wo ich dachte, da werden sie mich drauf hin. Das kommt auch. Aber tatsächlich kam dann lustige, also einer meiner allerersten Mails war, lieber Sebastian, ich habe das, glaube ich, hier schon auf der Bühne zitiert, lieber Sebastian, vielen Dank für die schlaflosen Nächte, die du mir bereitet hast. Das war wegen der Therapie, wegen dem Buch. In der Mitte des Buches wollte ich mal wissen, wie so jemand aussieht, der sich sowas ausdenkt. Ich bin auf deine Homepage gegangen und ich war doch sehr enttäuscht. Ja, aber über mein Aussehen überhaupt gar nicht mit dem, was sie für einen Psychothriller-Autor im Kopf hatte, für ein Bild, kompatibel war. Und sowas habe ich mir gedacht, das muss man mal abdrücken. Es gibt auch noch einen schöneren Brief, den ich jetzt hier gar nicht vorlesen will, aber eine Frau beschreibt das schlechteste und schlimmste Date ihres Lebens, hat sie mir beschrieben, und das ist so lustig, dass ich den halt abdrucken musste. Aber es gibt eben auch bewegende Mails, wo man als Autor erstmal lernt, ja, dass man, also wir verändern nicht. Das will ich mir nicht anmaßen, in irgendeiner Art und Weise sagen, wir verändern kein Leben, also ich zumindest nicht. Ich bin aber ein Begleiter eines Lebens und das habe ich mir gar nicht so bewusst gemacht, dass man natürlich in einem sehr intimen Moment des Lesens jemanden begleitet in einer Phase und vielleicht hilft oder vielleicht auch mal stört dabei, aber dass man wirklich da auch eine gewisse Verantwortung hat und das ist immer wirklich das Allerschönste, wenn ich dann daran teilhaben darf. Anders als ein Musiker kriegt man ja, der auf der Bühne steht und den Song spielt, nicht so, man kriegt die Emotionen, die man überträgt, selten mit, vielleicht mal auf einer Lesung, aber auch da nicht. Man ist ja nicht im Kopf der Leserin oder des Lesers. Aber wenn man dann so ein Feedback bekommt, dann ist das eben ganz, ganz, ganz toll. Und da danke ich Ihnen auch und ich entschuldige mich auch, wenn es immer lange dauert, falls ich auch mal vielleicht mal auch nicht antworte, weil es mir durchgerutscht ist. Wie viele Mails kommen aktuell? Wenn ein neues Buch draußen ist, kommen natürlich so 20, 25 am Tag schon an. Ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber lese sie alle. Ich war ja mal in Psychotherapie wegen meiner Handysucht. Das alles tatsächlich nur, weil ich wollte mal recherchieren. Ich habe einen Psychiater mal gefragt, lass mich mal bitte recherchieren, wie das ist. Über Psychotherapie. Und dann hat er, ja gut, Fitzek, wo können wir denn da andocken? Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht habe ich sowas wie so eine Handysucht, weil ich wirklich permanent drauf gucke. Und es gibt eine Studie, dass wenn man ein Handy und einen Mann zusammensperrt, ohne dass er irgendeine andere Ablenkungsmöglichkeit hat, dann schafft er es 30 Sekunden lang nicht, das Handy in die Hand zu nehmen. Frauen halten so eine Minute schon durch, aber Männer greifen sofort zu und da gehöre ich auch zu. Er hat dann gesagt, das ist keine Handysucht, das ist eine Zwangsstörung, die sie haben, ja, die wir häufig alle haben. Wir kommen da nicht von los und das wiederum hat mir geholfen, auch wieder, weil ich oft mal gefragt wurde, wie kann man sich da reinversetzen in Menschen. Auch Sie können sich jetzt quasi in jemanden hineinversetzen, sofern Sie denn immer gerne zum Handy greifen. In eine Person, die beispielsweise sich 200 Mal am Tag die Hände wäscht.
Ja, was ungefähr genauso sinnvoll ist, wie zweimal am Tag zum Handy zu greifen. Aber das weiß diese Person vielleicht auch, aber sie braucht ein bestimmtes Gefühl oder sie hat einen gewissen Zwang. Sie kann es nicht unterdrücken. Ja, und das ist dann, das hat mir als Autor wiederum geholfen, von mir selbst ausgehend eben, mich auch in andere Personen hineinzuversetzen. Also ich nehme jetzt wirklich das eine mit, weil mir eine Bekannte neulich auch sagte, in meiner Supermarktkasse, wenn ich warte, zücke ich mein Handy, was ist los? Ist das, ja, okay. Ja, es ist keine Sucht, weil eine Sucht sich dadurch auszeichnet, dass man immer mehr, also irgendwann werden sie nicht mehr, kommen sie nicht mehr von los dazu, sie bräuchten eine mehr Handyzeit. Es gab mal einen Online-Test, ob man spiele-gamesüchtig ist. Und da war eine Frage, ob man sich Windeln anzieht, damit man den Computerspielplatz nicht vergisst. Also wenn ich das noch als Indiz nicht erkannt habe, dass ich da vielleicht ein Problem habe. Das ist aber eine Sucht. Sie müssen immer länger, immer intensiver sein. Und okay, also wenn Sie sich eine Windel anziehen, weil Sie Ihr Handy nicht aus der Hand legen wollen, dann tatsächlich haben Sie höchstwahrscheinlich auch ein Suchtproblem. Aber ansonsten ist eine Zwangsstörung, die nicht unbedingt therapiebedürftig ist, aber die schon etwas verändert. Und es verändert... Ich bin überhaupt nicht derjenige mit einem oben Zeigefinger, sagt, weil ich selber mache das ja. Ja. Und es gibt so ein schönes Bild, wo man sieht, alle in der U-Bahn sitzen und starren in ihr Handy, aber genau daneben ist ein Bild von 1920, alle sitzen in der U-Bahn und gucken in ihre Zeitung. Also das hat sich eben geändert. Aber was sich wirklich geändert hat, ist auch, wenn ich früher an der Bushaltestelle saß, auf dem Bus gewartet habe, habe ich mich gelangweilt. Und Langeweile ist die Basis der Kreativität. Wenn ich mich nicht langweile, können meine Gedanken nicht kreisen, kann ich auf nichts kommen. Und wenn ich jetzt an der Bushaltestelle sitze, dann denke ich nicht mehr über Ideen nach, sondern ich zücke das Handy und gucke, ob Trump wieder was getwittert hat oder irgendwas anderes, was eigentlich nicht sinnvoll notwendig ist. Ja? Lese auch gerne dann die E-Mails natürlich beispielsweise. Und was auch so intensiv nicht passieren kann, sonst würden die Bücher nicht entstehen. Also Kreativität. Das ist beispielsweise auch eine Sache, ich bin wirklich dann heilfroh, da muss ich ja das Handy ausmachen. Wenn ich gefragt werde, wobei ich entspanne, dann ist es, das stimmt zwar nicht ganz, aber es ist wirklich ein toller Zustand des Schreibens, eine Monofokussierung. Ich habe es mir sagen lassen, ich selber fahre nicht Ski, aber Skifahrer meinen, man muss sich so konzentrieren beim Skifahren, dass man eben quasi den Kopf völlig frei bekommt. Man kann nicht weiter grübeln, man kann kein Problem lösen, während man den Hang runterbrettert. Ich weiß nicht, bestimmt, aber so fühle ich mich da natürlich auch. Ich bin wirklich fokussiert in einer ganz anderen Welt. Ich kann nicht zwischendurch mal meine E-Mails checken, ans Telefon gehen oder irgendetwas machen, sondern ich muss mich da richtig rein versinken. Und das ist etwas, es ist auch in der Psychotherapie gibt es das. Und das kann ich jedem nur raten, der beispielsweise lange grübelt und deswegen in der Nacht nicht einschlafen kann und sich mit Sorgen rumträgt und nicht weiß, wer sich entscheiden soll. Schreiben Sie das einfach mal auf. Muss ja nicht gleich ein Buch oder eine Kurzgeschichte sein. Schreiben Sie eine E-Mail. Schicken Sie nicht ab, aber schreiben Sie. Ja. Sie haben es nicht, ich habe früher mal gesagt, ich verarbeite meine Ängste in den Büchern. Stimmt so nicht, die sind danach nicht weg. Sie sind aber irgendwie geordnet und vor allen Dingen ist man da mal raus, man hat sie greifbarer gemacht. Das sagt man halt auch so in der Psychotherapie, dieser Form der Schreibtherapie. Das kann dabei helfen, Dinge fassbarer zu machen, gerade und einen aus dieser Endlosschleife eben rauszuholen. Jetzt machen wir die letzten 5 Minuten nochmal einen kompletten Bruch und stellen noch ein drittes, letztes Buch hier auch vor, was einfach irgendwie auch sehr interessant genug ist. Ja, das ist auch... Kennen Sie schon alle? Das ist auch ein Schocker. Es ist auch FSK 18, allerdings FSK 18 Monate. Es ist... und es ist nicht so, dass der Fitzek jetzt... Also, als ich... Ich habe ja 3 Kinder. Und als das erste Kind sich angekündigt hatte und eine Leserin davon Wind bekam, schrieb die mir... Ja, aber nicht, dass du jetzt auf einmal nur noch so eine Schmusi-Busi-Romane schreibst, weil du jetzt Familienvater wirst. Und ich habe gesagt, nee, höchstwahrscheinlich ist das so, dass es grausamer sogar wird und brutaler, weil meine Ängste, meine Verlustängste beispielsweise waren eben bis zur Geburt von Charlotte 2010 ja nur abstrakter Natur und sind jetzt viel konkreter geworden. Und da gab es auch eine Phase, wo eben tatsächlich es etwas härter zur Sache ging. Das ist jetzt hier keine Abkehr wieder, sondern es ist es war auch nicht geplant, sondern ich war auf Rügen mit meiner Familie, ich hatte das Vorlesebuch nicht eingepackt und meine Kinder, die so langsam wissen, dass Papa sich seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er sich Geschichten ausdenkt, sagte, jetzt denk dir doch mal eine Geschichte aus. Ich konnte schlecht aus dem Seelenbrecher zitieren, also... Ja, obwohl sie lachen.
ich habe zwei Fehler gemacht. Ich habe einmal war das so, da habe ich eine SMS bekommen von meiner Frau, Sebastian, was hast du Charlotte gestern erzählt? Ja, sie stand in der Küche und sagte, Mama, ich brauche ein langes Messer, ich muss dich töten. Und ich schwöre, ich habe ihr wirklich nur aus Die Schöne und das Biest vorgelesen und am Ende will ja Gaston das Biest mit einem langen Messer töten. Und da habe ich ein bisschen ausgeführt an der Stelle, aber... So, dann durfte ich nur noch sowas wie Henriette Bimmelbahn lesen. Und letztens waren wir im Kino und vielleicht hat hier jemand Vajana gesehen und da gibt es Tekade, das Lava-Dämon und der ist ganz gruselig. Und da haben sich meine Kinder zum ersten Mal gegruselt und dabei gemerkt, ach, das ist irgendwie toll, sich zu gruseln. Und dann, Papa, erzähl uns doch mal bitte eine Gruselgeschichte am Abend. Ich sagte, das kann ich nicht machen. Doch. Mir fiel jetzt dummerweise nur so eine Kurzgeschichte von Stephen King ein, von einem Arzt, der im Schrank sitzt mit feurigen Augen und also, um es abzukürzen, am Ende konnten die nicht einschlafen, mussten zu dritt in einem Bett schlafen und ich durfte wieder lange Zeit nichts erzählen, was nicht irgendwie vorher zensiert war. Und es war sehr peinlich, wir hatten dann Freunde und wir saßen unten beim Essen und es war schon 22 Uhr und die tapste David dann runter und sagte auch zu den Gästen, ich kann nicht einschlafen, ich muss immer daran denken, was Papa letztens erzählt hat. Und die Gäste, was hat denn Papa erzählt? Na, von dem Arzt im Schrank. Wann ist die Kinkos-Geschichte? Gut, das war ein Fehler. Hier habe ich mir, als sie gesagt haben, Papa, denk dir mal was aus, hatte ich keine Idee und dachte, ich kriege erstmal einen Lacher, wenn Paul immer, nicht Paul, sondern Pupsi genannt wird, weil er immer pupsen muss und hat immer so viel Angst und viel weiter wusste ich dann auch gar nicht. Später kam noch ein Stinktier hinzu, was nicht stinken kann und die beiden werden eben beste Freunde, weil sie sich gut ergänzen und ihr Nachteil, der wird zum Vorteil und es hat ihnen so gut gefallen, dass ich einen Freund, den Stolli, der heute auch hier ist, gefragt habe, sag mal, kannst du die nicht mal zeichnen, weil die wollen sehen, wie die aussehen. Und dann entstand das über ein Jahr hinweg und wir haben gesagt, ach komm, ist schön, wenn man das auch als Buch in der Hand hat und so ist Pupsi und Stinky entstanden und morgen gibt es, glaube ich, sogar eine Lesung da draus mit einem lila Kuschelpiraten. Der spielt eine ganz kleine Nebenrolle, aber das ist die Figur, die den Kindern immer am meisten gefällt. Also Nebenrolle ist viel zu viel gesagt, der kommt eigentlich nur in einem Satz vor. Und ich kann es ergänzen, durchaus positiv, auch ein schönes Buch, was man auf der Toilette liegen lassen kann, als Toilettenlektüre. Thematisch, ja. Ach so, ja, gut. Habe ich jetzt so noch nicht gesehen, aber tatsächlich, ja, das ist... Die Leute kommen sehr amüsiert zurück. Sehr gut. Interessanterweise, und deswegen hier auch mal die Hörbuchfassung, dass Simon Jäger, der ja quasi ihre Stimme geworden ist für die ja Hörbücher, hier auch dieses Hörbuch gelesen hat. Ja, und da muss man so sagen, dass Simon Jäger sich einen Namen gemacht hat mit Kinderbüchern auch. Das ist an mir vorbeigegangen, aber neben Psychothrillern, die er einspricht, liest er sehr erfolgreich Kinderbücher ein. Und deswegen hat das wieder wie die Faust aufs Auge gepackt. Wenn jemand hier unter uns ist, der gerne Hörbücher hört, ich verehre ja Simon Jäger. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht damals. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass es ihn gibt. Ich wusste noch nicht mal, dass es ein Hörbuch von meinem Buch gibt. Muss man wirklich sagen. 2006, der Erfolg war ja nicht geplant. Es gab 4000 Stück und auf einmal, dank Ihnen, hat sich das rumgesprochen und dann habe ich einen Anruf bekommen vom Verlag, ob ich denn gerne, als es erfolgreich wurde, das Buch, ob ich ein Interview mit meinem Hörbuchsprecher mal machen will. Und ich sagte, ja wunderbar, klar, Interview gerne, aber was denn für ein Hörbuch? Hatten die mir vergessen, Bescheid zu sagen, dass ein Hörbuch gemacht wurde. Und das wiederum ist Glück. Die meisten Menschen, habe ich heute Morgen schon drüber geredet, denken, sie planen etwas und am Ende ist alles ganz toll. Hätte man mich gefragt, sag mal, wer soll denn ein Hörbuch sprechen? Hätte ich jemanden, irgendeine Radionase, die ich kenne, und ich komme ja vom Radio, genommen. Und das wäre, Arno beispielsweise, ja, vielleicht hätte ich den genommen, aber das wäre ein totaler Fehler gewesen. Weil Simon Jäger hatte damals, 2006, schon eine riesen Fangemeinde. Ich kannte ihn nicht, aber Hörbuchfans kannten ihn. Und dass meine Hörbücher, dass die Therapie als Hörbuch Erfolg hatte, lag nicht an mir, sondern weil es Leute gab, die sagten, also, was der Simon Jäger liest, ist egal, gebe ich eine Chance. Und das brauchen wir. Und das wusste ich alles nicht. Im Nachhinein, also ich verdanke ihm wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und ich bin froh, weil er mag Thriller eigentlich gar nicht so gerne, aber er mochte zum Glück auch die Bücher und meine Bücher und dass er dabei geblieben ist und das weiterliest. Und er ist sowieso ein ganz, ganz, ganz toller Kerl. Leider ist die Zeit um. Ich hatte so viele Fragen und ich merke, wir müssen es nochmal wiederholen. Obwohl ich mich immer so kurz halte, stehe ich nicht.
Ja, ich wollte nicht ständig dazwischen. Ja, aber sehr lieb, danke sehr. Danke. Also, vielen Dank Ihnen fürs Kommen und vor allen Dingen vielen Dank, Sebastian. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Eine schöne Messe. Danke.